Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins und das ist das neue Gesicht von Wayne. So sieht die aus, die Dame. Ein bisschen jünger als zuvor, aber... Ja? Wollt ihr etwas Bestimmtes besprechen? Ich muss sagen, es ist wirklich... Sollten wir uns sputen, die Zeit ja, ja. Ja, ich muss wirklich sagen, sie sieht verdammt gut aus. Also richtig gut gemacht. Also Daumen hoch an den Macher dieses Designs. Finde ich wirklich toll. Erzähl mal was über euch. Jetzt, wo Leben auf dem Spiel stehen? Ja. Das sollten wir uns für später aufsparen. Außerdem, wozu sollte das gut sein? Ich ziehe es vor, dass meine Taten für sich sprechen. Die anderen bilden sich dann schon ihre Meinung. Mhm. Ja, klingt logisch. Gut, dann... Dann... Ja, wisst... Braucht ihr mich? Dann... Sprechen wir dann im Lager, wenn wir die auch in unserer... haben. Ich glaube, ich spiele noch in dieser Aufnahmesession diese Kampagne sozusagen. Habt ihr euch den Zirkel bestimmt nicht vorgestellt, stimmt's? Diese Magierkampagne durch und dann mache ich auch Schluss für heute. Nö, ich dachte immer, es wäre sauberer. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, dass wir Magier sind. Und deshalb müssen die Templer uns beseitigen. Nein, sag das nicht. Das ist nicht wahr. Ihr verdient es zu leben. Genau wie jeder andere auch. Ihre Schwerter sind wie das Schwert der Gnade, das Andraste zurück zum Erbauer geschickt hat. Die will sterben? Wäre es nicht besser, wenn Andraste nicht gestorben wäre? Andraste starb wegen der Dummheit und des Stolzes der Menschen. Dafür müssen wir büßen. Die Templer sollen kommen und uns von unserer Schlechtigkeit reinigen. Was meint ihr? Dieser Qualen hat ich... Der Schrecken dieser Qualen hat euch aus dem Gleichgewicht geworfen, Madame. Ich werde beten, dass wir unsere verdorbenen Körper verlassen und Frieden beim Erbauer finden mögen. Die ist crazy. Crazy Bitch. Jungen sind besser in Magie als Mädchen. Voll nicht, Alter. Ich kenne deine Magierin, die ist also... Wenn du älter bist, dann verstehst du, was ich meine. Und die ist also wirklich super Magierin. Beste. Es ist gut, dass einige Wächter überlebt haben. Wir bedauern den Verlust eurer Kameraden. Logan ist schuld, er hat König Kalian hintergangen. Wir haben von Logan gehört. Ich hätte den Terran nie für einen Verräter gehalten. Als ich ihn traf, merkte ich sofort, dass er was vorhatte. Gwyn war in Ostagar. Sie hat uns nach ihrer Rückkehr alles erzählt. Aber warum reden wir von der Vergangenheit? Ich hab keine Ahnung. Seid wachsam da drin. Danke. So, Kinder. Na, Schüler. Kind? Schüler. Ist der Tod schmerzhaft? Werde ich sterben? Hab keine Angst vorm Tod. Seht nach ihr, ja? Petra. Petra, hallo Petra. Wenn Petra zuguckt, hallo Petra. Schön. Die heißt auch Petra. Naja, die Petra, die ich kenne, ist keine Magierin, aber... Naja. Was? Sie ist alt genug, um auf sie selber aufzupassen. Das werde ich, keine Sorge. Ich weiß nicht, ob sie dazu bereit ist. Schon gar nicht nach... Ich mache mir eben Sorgen. Aha. Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Sorge, ich behalte sie im Auge. Danke. Auch dafür, dass ihr uns helft. Kein Ding. Das muss man... Aber ihr werdet am Schluss dann mir helfen. So ist nicht, ne? Okay, durch die Metalltür kommen wir nicht. So. Da sind wir. Ja, ja. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrecht erhalten konnte. Ihr habt getan, was ihr musstet, Dwayne. Manchmal war ich sehr erschöpft. Aber ich musste stark bleiben, um uns schützen zu können. Seid auf alles vorbereitet. Jupp. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Moment mal, ich muss noch kurz pinkeln. Ja, Beeilung, loslegen! Ich bin bereit. Lass die Barriere fallen, Wayne.
Also gut. Alle auf Posten. Los geht's. So. Kommt da, Kenners? Möchtest du die Barriere nicht wieder schließen? Na gut, es kann ja nichts an uns vorbeikommen, also deswegen. Eine Abscheulichkeit. Bitte sag mir nicht, das ist eine Einhandwaffe. Na gut. Eine sehr lahme Waffe, Alter. Aua. Mann, das tut weh. Übrigens, ich sollte gucken, was sie für Fähigkeiten... Hallo? Was ist denn das? Sie kann heilen. Okay. Und sie kann Erdsachen benutzen. Schick. Finde ich wirklich cool. Das ist ja Morrigan 2.0, Alter. Also von den Fähigkeiten her natürlich. Ey, die Axt zieht aber auch rein. Alter, Finne. Boah. Das ist wirklich cool. Was? Zerrissenes Buch? Ich habe zensiertes Buch gelesen am Anfang. Achso. Die Namen einfach durch die Wände leuchten. Und Buchstapel oder Bücherstapel. Leiche eines Soldaten. Das sollte kein Problem sein. Jaja. Und noch eine Leiche. Wie wir einfach die Leichen plündern, ist schon ekelhaft. Zeichen der Beschwörung. Okay. Natürlich. Was wenn... Jetzt? Ich werde es tun. Passiert ich nichts. Tun. Ja, ja. Ich möchte mal gucken, was du so alles... Huch. Huch. Wow, du bist auch sehr gut ausgerüstet. Man sieht sehr deutlich, dass... Also, wow. Und sie ist neutral gegenüber uns gesinnt. Aha, schicke Tasche. Feuerschaden, Geistresistenz. Nö, was? Doch. Boah, Kälteschaden, Elektroschaden. Ja, Heide, Whiskers. So, einfach mal alles geben. Das kann ich ihr geben. Verteidigung plus hoch. Nee, ich glaube, ich gebe ihr lieber das da. Elektroschaden. Und das da. Huch. So. Mehr kann ich ihr aber nicht geben. Schade. Das war's, ne? Ja, das war's, durchaus. Ich wollte noch, also, ich bin ganz, huch? Beschwörung des Zweiten? Was ist das? Was zur, hab ich was übersehen? Was? Schnittstelle auf dem Tisch eines, auf einem normalen Tisches. Hä? Was geht denn hier vor? Wie ihr wünscht. Beschwören wir jetzt langsam Dämonen oder was wird das hier? Wow! Was ist denn das? Ein Geistschwein? Wird erledigt. Okay, der eine Granate dabei hat. Ein Spein mit einer Granate? Okay. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ein Stück Papier, aha. Pergament. Was wird das? Schon wieder die ganzen Dinger. Das sollte kein Problem sein. Aua? Dritte Beschwörung? Ich möchte die dritte Beschwörung. Mist. Allesamt angreifen bitte. Kinders, los geht's. Nicht übertrieben oder so. Ich bin mitten in den ganzen Viechermassen. Ich habe ja übrigens noch diese Codex-Jäger gelesen. Und da stand eine Menge über diese Dämonen drin. Und Dämon des Zorns soll wohl ein sehr, naja, mittlerer Dämon sein. Von der Stärke her. Dämon der Wollust soll sehr stark sein. Also sehr interessant, was sie für eine Geschichte hier aufgebaut haben. Aber ist egal, was für ein Dämon das ist. Es ist ein sehr toter Dämon. Soll ich mal gucken. Ich krieg einen Lumpen. Ein Lumpen? Das ist wirklich ein Lumpen.
Schön. Was wird das mit den Artefakten hier? Huch, wo ist es? Hallo? Da. Gut, fangen wir an. Ich krieg immer solche Donnerschläge-Gedöns-Dinger. Was geht denn ab? Das sollte kein Problem sein. Was, wenn sie das macht? Als Magierin, die kriegt 14 Schaden. Wie ihr meint. Okay. Blicke ich nicht, aber... Ich blick's nicht. Was ist denn mit dir? Was willst du denn? Du läufst einfach durch die Gegend? Okay. Hackt bestimmt irgendeinen sehr grauenhaften Plan aus. So, speichern. Ich verstehe das mit den Beschwörungsdingern nicht, aber... Huch! Dämon des Soros. Soros? Dämon des Soros! Stirb! Ich kann ja mal das da benutzen. Und das da. Ich wollte schon fragen, wo Liliana ist. Alter Finne. Ja, die Dämonen, die gehen ab wie ein Zäpfchen, sage ich euch. Abscheulichkeit des Hungers. Aha. Apropos Hunger, ich hab einen Mordshunger. Na, komm. Ja, aber ich mach später dann. So. Möchtest du mitquatschen eigentlich? Nee, nicht? Gut. Schade. Verkohlte Leiche, okay. Leichnam eines Soldaten. Hier sind auch überall Leichen. Dann ist irgendwie schon fies, dass wir die ganze Zeit die Leichen plündern. Vierte Beschwörungsding. Was wird das? Wir haben schon 4 Stück dieser Dinger gefunden und ich habe keine Ahnung, was es bringt, außer so ein Elektroschock. Da kann ich mir gleich einen Tee an den Hals halten, das ist dasselbe. Das irritiert mich wirklich sehr. Bin ich gerade auf dem Tisch gewesen? Ich möchte wieder auf den Tisch. Na, komm, ich war gerade auf dem Tisch. Ich bin auf dem Tisch. Ich tanze auf dem Tisch. Cha-cha-cha. So. Wir müssen den Tempel retten. Keine Zeit für Spaß. Das sollte kein Problem sein. La, die Daten. Ah, schön. Let's play Portal, ne? La, die Daten. Owens Zimmer ist hier in der Nähe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Owens? Oh, Owen ist hier. Was macht er hier? Wie hat er überlebt? Bitte Owen? Geht nicht in den Lagerraum. Es herrscht völlige Unordnung und ich konnte ihn noch nicht vorzeigbar machen. Was macht ihr hier? Ich wollte aufräumen, konnte aber nicht viel ausrichten. Wolltet ihr nicht nach draußen? Ich wollte gehen, als es ruhiger wurde. Bin aber auf die Barriere gestoßen. Ich fand keinen anderen Ausweg, also kehrte ich zurück an die Arbeit. Oh, Wayne, ihr hättet etwas sagen sollen. Ich hätte die Tür für euch geöffnet. Der Lagerraum ist mir vertraut. Ich bin lieber hier. Wie könnt ihr nur so ruhig bleiben? Er gehört zu den Besänftigten und hat also keine Gefühle mehr. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Ja. Er zieht's nicht vor zu sterben, okay? Ist verständlich? Indem er was tut? Das weiß ich nicht. Aber er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie. Das hatte ich befürchtet. Immer diese Blutmagie. Bis jetzt ist alles nur passiert wegen Blutmagie. Der Aal Emen ist krank geworden wegen Blutmagie. Zirkel wird angegriffen wegen Blutmagie. Was hatten wir noch? Keine Ahnung. Vielleicht wurde Logan von Blutmagie gelenkt, wer weiß.
Und da hinten steht irgend so ein ganz, ganz hoher Blutmagier. Wie in der echten Welt die Lobbyisten. Na, man weiß nicht, man weiß nicht. Och, wir bekommen schon den Griff, kein Ding, Alter. Wir sollten Nye suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Ich möchte aber zum Lagerraum. So ist ein Screenshot. Okay, kann ich mir nicht so angucken. Einen Dreck kaufen. Wird erledigt. Ich wollte Ihnen jetzt einen Witz machen mit deiner Mutter, aber... Nee, komm. Ah, da hinten war ein Blutmagier, habe ich gesehen. Ist aufgeblitzt. Hallo? Drei Blutmagier und der eine Blutmagier ist gerade beschäftigt. Hätt's wohl gern. Denkst du, ich lasse es zu, dass du deine Fähigkeit einsetzt? Für wie blöd hältst du mich? Ja, die Axt ist aber wirklich... diese Streitaxt ist ja wirklich geil. Die ist lahm, aber die haut rein. Alter Finne. Na komm. Peace, yo. Tür. Das Geräusch, die Geräusche von innen? Was? Da redet jemand? Ruft mich jemand? Also. Ich werde gerufen. Medal of Honor und so. Bitte, bitte tötet mich. Call nicht. Of Duty. Was? Der Bauer sei euch gnädig. Weshalb sollte ich euch verschonen? Auch eure Opfer wollten nicht sterben. Nein, nein, bitte. Was? Achso, ja, ja, go. Huch. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was denn passiert. Die ist einfach umgekippt. Okay. Moah. Bella Laga. Gut, fangen wir an. Die hat uns wohl verarscht und ist dann getötet worden. Hey. Na? Entriegelt. Und auch mitgenommen. Eisenring, yay. Ich wollte schon immer mal einen Eisenring haben und es ist langsam auch Zeit, die Folge zu beenden, sehe ich gerade. Oh Gott. Notiz eines Schöllers. Schöllers? Ja? Nicht? Wollt ihr etwas Bestimmtes besprechen? Nein. Ich möchte Notiz eines Schöllers bekommen. Hier ist damit. Bereits Danke. Mehr Wissen verloren gegangen, als jemals jemand besessen hat. Das ist traurig. Ja, sehr traurig sogar. Bücher sind ein Quell des Wissens, finde ich. Bücher sind sehr wichtig. Aber genug davon. Ich wünsche euch viel Spaß, Kinder, und ich sage ciao.